Ja, willkommen wieder zurück zur Mario Party 3. Und ja, wir haben den Stern bekommen im letzten Part. Und jetzt geht's noch weiter hier. Mal gucken, was der Millennium-Stern jetzt sagt. Ein erstaunlicher Sieg. DK, ich überreiche dir das Grip-Sternchen. Ja, im letzten Part hatten wir ja mit Taktik mehr oder weniger gesiegt, also haben wir den auch verdient. Hä? Hey. Moment mal. Wario? I am the best. Ja, glaubst du nur du. Schon müde, weil er so dick ist von den paar Metern. Konntest du Varios grandiosen Grips vergessen? Du kannst das Grips-Sternchen dir nicht haben. Sicher. Vario und Grips will er mich verarschen. Der labert doch, ey. Gut, dass wir in ein Duell auf Gattergeist Duellspielbrett entschieden. Ja, Duellspielbrett. Herrlich. Gibt's da nur Mario Party 3? Ja, jetzt ein Duellspiel. Da ist es alles ist anders als die normalen Partys. Man muss halt den Gegner mit. Man kriegt halt Teampartner. Zum Beispiel Goomba und so. Da muss man den Gegner halt killen. Richtig so mit Herzteilen wie bei The Legend of Zelda. Richtig geil gemacht. Gibt's nur mal bei 3, darum ist es auch meiner Meinung nach das Beste. Es ist so genial gemacht. Jetzt müssten sie Mario Party 10 wieder aufnehmen und nochmal stark verbessern. Niemand ist gerissener als ich, Wario. Ja, schön für dich, Wario. Ja, leider ist es hier mit Runden. Ich spiele es immer unendlich lang, dass ich killen kann. Aber hier, naja, geht's auf Runden und das ist ein bisschen scheiße. Ich mag's nicht. Oh, was will man machen? Auf jeden Fall Duellspielbrett, so genial. Gate Guy heißt Tor Typ. Was haben die? Die haben doch auch wieder was falsch. Die übersetzt das immer falsch. Tor Typ. Ist halt diese Hand wahrscheinlich. Und willkommen auf dem Getter Guy Brett. Getter Guy? Weiß ich jetzt auch nicht, was sein soll. Zunächst wird aber noch die Startreihenfolge ermittelt. Ich werde mich nun drehen. Nur eine Stelle, Seite, wir dann sehen. Zeige ich die Vorderseite, sieht DK als erster. Zeige ich die Rückseite, sieht Wario als erster. Millennium Stern, dreh dich rundherum. Und da dancet er ab und das ist sowas von krank. Und natürlich, hier kommt der Computer wieder zuerst. Ich hab ja nie Glück. Und als zweiter in der roten Ecke zieht die K. Aber ich mag die rote Ecke lieber. Parkplatz. Ja, B. Die K hat nicht Wump und das ist ein Tank. Richtig guter Tank. 4 Leben, 0 Angriff. Die Hand ist immer Angriff und das andere ist Leben. Ja, Bob Omb ist natürlich fies, weil er kann einfach auf mich schmeißen. Das ist egal, ob ich einen Tank habe. Es geht immer auf den Spieler selber. Aber Bob Omb ist danach explodiert. Also Bob Omb ist richtig schlecht in meinen Augen. Bam, eine 6. Eine Zahl, doll. Ja, den müsste man bezahlen. Spielbrett anzeigen manchmal. Wo komme ich dann hin? 1, 2. Okay, da würde ich alle Münzen verlieren. Weil er Glücksguy ist. Also weiter geht's. Bam, DK fällt. Die K-Feld, also man markiert die Felder, wo man drauf landet, wo auf diesen schachbrettartigen Feldern da, die werden dann zu seinen eigenen. Er bezahlt, lol. Okay. Wahrscheinlich kann er mich da noch. Ja, er trifft mich noch. WTF. Deswegen hat er bezahlt. Jo. So ein Bullshit. Naja, dafür muss er uns ein paar Münzen abgeben, aber egal, was ich sagen wollte, die K-Felder in neueren Spielen haben ja immer was Positives zu sagen. Zack, zack, die muss er uns dann geben, wenn er drauf landet, ja. 8.
Auf der anderen Startfeldern können wir aber keinen anderen Partner mehr kriegen. Das ist nur für den, wem es gehört, das Startfeld. Also Wario. Er kriegt jetzt einen neuen Partner und kann mich schon wieder angreifen. Der Drecksack. Aber zum Glück habe ich Wumm. Ja, Mini-Bowser. Schön für Mini-Bowser. Ein Schaden. Und Wump hat 4 Leben, also useless. Ja, Mini-Bowser, schön für dich. Oh, er wurde zu Bowser, na klasse, ein 3 halt, aber er ist immer noch am Leben. Eins. Oh, jetzt macht er noch mehr Wario-Felder, ey. So ein Dreckslacker. Nee, ich will einen neuen Partner. Ah, DK-Feld, nice. Und immer, wenn man aufs Startfeld kommt, kriegt man auch wieder 10 Münzen, wie Wario auch bekommen hat. Wie bei Monopoly halt. Er geht wieder durch die Mitte. Ich weiß nicht, warum er es macht. Bisschen krank irgendwie im Kopf. Ich meine, hat eh nicht viel Geld und kann aber seine Partner bald nicht mehr bezahlen. Turbo-Tunnel. Ja, hier sind dann auch nur Duell-Minispiele logischerweise, weil es ja immer weil hier nur zwei Spieler sind halt. Logischerweise. Mal schön die Turbos einsammeln. Jetzt sind wir schon schnell mit Lichtgeschwindigkeit und Sparky und jetzt sind wir so wieder langsam, so ein Dreck, aber auch zu viele einsammeln ist auch nicht gut, weil man dann nicht mehr ausweichen kann, in meinen Augen. Oder ihr habt gute Augen. Na. Vielleicht soll ich das so lassen, nee. Mario holt auf, sonst. Puh. Oh, der ist ja schon im Ziel. Wie doof. Oh nein, da stehen doch die Sparks doch auf der Karte. Seh ich jetzt erst. Oh mein Gott. Fail. Oh, egal, er braucht ja eh Geld. Also, ich habe kein Geldproblem, wollte ich damit sagen. Jo. Und wieder 10 Münzen. So, jetzt aber vorne. Ja, auch die Bombe, na klasse. Wer soll die jetzt bezahlen? Viel zu teuer. Jo, bei sich alles Wario fährt 3 hintereinander. Jo, ist klar. 4. Spielbrett bitte. 1, 2, 3, 4. Power-up bestimmt nicht. Also unten lang. 1, 2, 4. Jo, Fragezeichen ist immer gut. Meistens zumindest. Und Münze verlieren wir mir auch irgendwie egal. Wenn wir eh gleich nichts mehr. Alle Felder freigeben, naja. So gut. Sind die Wario-Felder auch weg? Tja. Oder sind die eigentlich weg? Nur meine, das wäre natürlich richtig scheiße. Nee, alle. Ha! Auch gut. Hat sich gelohnt. Da er viel mehr Felder hatte, weil er auch immer rückwärts und sowas hatte. Ja, und noch ein Mini-Bowser, klar. Das kriegen sie einen Bonus, weil er doppelt hat. Aber egal. Ich
meine, die kosten ja auch viel Geld. Großer Weitwurf. Das ist ein richtig doofes Spiel. Ganz schnell rücken und immer schön weit oben halten. Das ist wichtig. Dass dann so ungefähr. Dass dann schön weit fliegt. Okay, bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Ja! Yeah! Ja, er hat nicht weit oben genug. Er hat zwar mehr Speed, aber er hätte weiter oben halten müssen. Ha! Auch ein bisschen Taktik. Tja, Mario. So. Wenn ich mitdenkst, dann lose, das ist klar, Mario. Mann, ich will die jetzt auch mal angreifen. Das gibt's doch nicht, Mann. Na egal, die K fällt. 1. Mario macht eine 1, Mario macht eine 1. Ach, schade. Ja, über mein Territorium macht er sich natürlich im Wario-Feld. Ist klar, Murat. Wo würde ich dann landen? Oh ja, das ist gut. Nee, ist es nicht. Ich muss ja wieder zu meinen Dings. Zu meinem Anfangspunkt. Oh, ist auch gut. Dann kann ich es nochmal bezahlen. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt kann er sie gleich nicht mehr bezahlen, die Mini-Maus, das ist gut. Die wollen ja auch ihr Geld, sind praktisch so Söldner. Oh, wieder Fragezeichen, das ist... Zurück zum Start, wäre geil. Ja, ist klar. Warum soll ich auch mal Glück haben? Naja, egal, 4 Münzen wären sowieso nicht so ohne weg gewesen. Gucken, was will er denn? Manchmal geht's nicht lang, sondern kann man sich das praktisch aussuchen. Das war richtig dumm vor ihm, weil er ist teuer. Der Swift. Der ist richtig teuer. Und wieso hinten? WTF? Okay. Krank. Bisschen dumm ist er vielleicht, der Wario. Oh mein Gott. Ich will auch langsames Roulette, Mann. Okay, Schneemann, der ist cool. Der ist richtig gut. Vorne natürlich. 2 kostet er nur und bietet viel. Ah, das ist natürlich das Geile. Der spendet da manchmal Münzen. Schade, sonst wäre er nicht so ohne weg gewesen. Okay. Hühnerjagd, okay. Ich muss gleich, wenn ich das gewinne, dann kann ich durch die Mitte und dann bezahle ich, dass ich ihn dann einen Schneebahnkopf schmeißen kann, wollte ich sagen. Mit Schneemann. Ey, blödes Huhn. In der Ecke treiben ist immer gut. TF, wo ist das Huhn hin? Ja, klar, er hat's natürlich. Scheiß Kameraführung, muss ich schon sagen. Konnte hier gar nicht sehen. Als oft bei Nintendo spielst, dann die Kamera sackt. Ich gehe jetzt trotzdem durch die Mitte, leckt mich doch alle. Muss ich ja. Die sollen sonst eins überbraten.
kommt drauf an, wo ich lande. 7 Spielbrettanzahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yo. Lohnt sich. 4 machen den Weg frei. Volksbank. Ja, sehr nett. Geht geil. Bam! So, jetzt kriegt er auch mal eins übergebraten. Attack. Wow, und Schneeballattacke. Bam, minus 1. Ein Herzteil weg. Bei Link wäre es richtig bitter, also bei The Legend of Zelda. Und nächstes Minispiel kann ich mich wieder beweisen, Mann. Ja, beweisen, dass ich nichts drauf habe. Ja, na klasse. Glücksspiel. Wird eh wieder fail. Mit meinem Glück. Brauche ich doch gar nicht anfangen jetzt. Oh, das soll jetzt so Zeit verschwenden. Weißt du eh, dass es fail wird. Kann sich halt einen Weg immer aussuchen, der ist entweder richtig oder nicht, und dann muss man dreimal mit Glück mit haben. Oh mein Gott. Ja, war klar, wo es natürlich wieder sackt, bei wem. Nein, also ist schon mal links. Links, rechts, glaube ich. Links, rechts. Ja klar, Computer, alle drei richtig. Es ist so blöd. Es ist. Die haben immer im Vorteil bei Mario Party, die Computer. Die haben immer mehr Glück, weil die meistens an den Minispielen zacken. Joa, Mann, ey. Hat der noch so viel Geld? Zum Glück stehe ich nicht vor ihm. Tja, Mario, kriegst gleich den nächsten Schneeball. Neun, okay, dann kriegst du nicht den nächsten Schneeball. So ein Mist. Achso, der hatte ja eh hinten. Oh, die Cave fällt, nice. 8 Münzen, nice, ne? Sehr nice. 2 nur, aber egal, wenigstens die Cave fällt gekriegt. Dass er schön immer Münzen abgeben muss. Ich weiß echt noch nicht, warum der den hinten hingemacht hat. Ich verstehe es einfach nicht. 2, 3, 4, 5. Ja, noch ein Decay-Feld. Ah, gelitten. Alle Münzen abgezogen aus seinem Minispiel. So viel Glück hat er dann doch nicht. Mit Feld hat er überhaupt kein Glück. So, jetzt soll es langsam gehen. Ich hin. Ja, es geht langsam. Jetzt will ich Schneemann, Mann. Schneemann, Mann. Es war nicht Weihnachten, aber ich bin Schneemannsüchtig. Ich mag die auch in den Mario-Spielen. Da sind sie schon gut. Und hier natürlich auch. Und jetzt BAM! Diesen tanky Human-Damage. Also die sind richtig genial. So, muss ich jetzt mal gucken, wo konnte er dann rauskommen. Er ist da oben. Wie viele Felder wären das denn? Ja, ich gehe durch Mitte. Aber wie viel habe ich denn jetzt noch über? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Na, egal. Bitte keine 3 über. Oh, na klasse, Glücksgeil, okay. Alle Münzen weg, alle Schneemänner weg, nice. Habe ich jetzt echt nicht darauf geachtet, das war Mist von mir. Oh Mann. Und hier sehe ich 50-50 Chance. Shake, shake, shy guy. Und der Shake, der ist. Ich weiß, dass er rechts der Tut ist, aber ich mache links, weil mein Bauchgefühl es sagt und mein Bauchgefühl hat immer Pech. Wow, ich hab mal Glück! Doppelte Münzen! Nice! Nein, ich will den Gewinn nicht verdoppeln, du Betrüger. Wow, Party. Let's get this party started. So, jetzt geht's ja rund. Bam, 40 Münzen, einfach mal so gewonnen. Ja, ich sollte echt den Spiel kassieren. Today is my lucky day. Naja, sollte ich mal nicht zu laut sagen, dann sag ich gleich wieder mit meinem Glück. Egal. Auf jeden Fall war es gerade richtig nice. Als ob ich es geahnt hätte. Gut, dass ich aus Versehen dahin gegangen bin. Hat sich ja dann doch gelohnt. Eins, eine 2. Na, ah, jetzt kommt er leider nicht raus. Eine 1 hätte ich gerne. Na, ah,
müssen wir uns aber hier diesen Staub machen, sonst kommt er gleich und dreht den Schnee mal ein Zimmer. Okay, in der 10 wird... Ah, so ein Dreck. Naja, Würfel Mini... Würfel Purzel halt. Purzelfeld. Heißt nicht Würfeltutor, heißt richtig Purzel. Und ein Minispiel. Riskante Zeiten. Zeiten muss man wörtlich hier nehmen, wenn es das ist, was ich meine. Ja, das ist richtig geil. Das ist einziger als ein Duell-Minispiel. Hat richtig Bock. Angelehnt an Mario 64, Tic-Tac-Trauma. Eine sehr schwierige Welt, aber das ist einfach nur geil. Aber ich habe den Platz, den ich nicht so mag, bin lieber außen, weil da kann ich es irgendwie besser abtimen. Ich weiß auch nicht. Aber das ist der erste Anfang. Oben wird sogar angezeigt, wie viel man schon geschafft hat, wie viele Sprünge. Schade, dass man keine Rekordfunktion hier hat, aber egal. Auf jeden Fall. Oh, fuck. Genau das wollte ich sagen. Das wird nämlich richtig schwer und das war's jetzt. Und Mario sofort weg. Oh, Mario, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, ne, kommst du mit deinen dicken Rumpf nicht hoch, ne? Ja, Mario, schon ein bisschen blöd für dich. Oh, nett. Ja, musst ein bisschen abspecken. Weight Watchers hilft, Mario. Egal. Ja, nice. Er hat nicht mehr viel... Tja, da ist er weg. Ich hoffe es einfach nur, er macht den einen Partner nach hinten, das wäre echt vom Vorteil. Gucken, wen er hat. Cooper. Soll er nach vorne mal, verliert der eine Schnee mal halt ein Leben, das kann er ja wohl ab. Ne, der macht nach hinten, weil er ziemlich tanky ist. Okay, aber die Schneemänner, denen ist das echt egal. Ah, er geht in die Mitte hin. Ah, ich weiß ganz genau warum, weil er sonst direkt vor mir gestanden hätte und dann Schneemann. Tja, bisschen denken kann er dann doch. Ich bin umzingelt von Schneemännern. Sieht cool aus, so muss ich echt sagen. Schlingen schwingen. Der Schlingel schwingt bei den Schwingen. Schlingen Zungenbrecher erfunden. Auch nicht schlecht. Ja, da muss DK ja der Oberpro sein und naja. Donkey Kong Country. Woo! Mit Piranha-Pflanzen, featuring Piranha-Pflanzen. Wo ist Didi mit seinem Jetpack wie in DKCR? Das wäre jetzt echt vom Vorteil. Oh, ETF. Ah, war ja doch ganz gut. Ah! Nach ein Fell kann ich mir mal gedulden. Und zack, jetzt muss ich das wieder rausholen. Und da kommt der Jungle King. Und bam. Und next one. Und letzte. Ja, es war klar, wer da gewinnt. Es kann nur einen geben im Dschungel. Und die kann man nicht spielen, also ist klar. Und da wird einer sowas von reich. 30 Münzen, ja, jetzt brauche ich Power-Up. Denn wir kosten die zwar das Doppelte, aber kriegen auch doppelte Werte und das wird so abgehen. 4 Damage, 6 Life. Und 8 Münzen. Guckt euch an, wie viel wir haben. Das wird jetzt nicht stören. 2. 3, aufs Rückwärtsfeld. Scheiße. Ach, da geht er hin, okay. Aber dann treffe ich ihn ja auch nicht, schade. Nächstes Minispiel, okay. 1 gegen 1. Ging er erstmal zurück. Meisterhand verarscht uns. Okay. Meisterhand aus Super Smash Bros. Natürlich. Oh, das kann ich auch richtig gut. Da verliere ich nicht. Würde ich meinen Kopf verwenden, meinen Arsch verwenden und meinen, naja, noch mehr andere Gliedmaßen vom Körper, die ich jetzt nicht aussprechen möchte. Die DK ist auf der Zahnradpro, nicht nur der Jungle King. Oder Zahnräder sind es auch nicht, es sind mehr Schrauben. Wir gewinnen das doch locker, weil Wario so fett ist, kann er sich nicht bewegen. Das ist wie ein Fitnessstudio, aber das hilft ihm auch nicht weiter. Und weil die Keisha im Ziel ist, Finish. Lalu, die DK won. Wer auch sonst. Affen sind halt flexibel in solchen Geschicklichkeitsspielen.
jetzt nochmal Lello. Und zack, noch mehr Geld. Also Günther, hier auch brauche ich mal wirklich nicht mehr hier. Sag ich immer, in jedem Part soll man viel Geld haben. Ah, die paar 4 Kröten. Könnt ihr euch nicht beschweren, meine Söldner. 1, 2, 3. WTF? Richtig nice. Jetzt können wir ihm wieder ein Zimmer braten. Los, mein Schneemänner, mein Schneemann-Armee. Action Time. Ne, Battle Time. Action Time war es im richtigen Spiel. Double Attack! Schneemann Power! Boom! In your face! Doppel Damage. Und wir kriegen noch mehr Geld. Und er könnte uns auch nicht viel anhaben, weil die Schneemänner, wie gesagt, richtig viel auch auszuhalten. Die sind wirklich richtig gut, egal ob er einen Partner da hat. Die werfen einfach rüber, die haben nicht eine hohe Reichweite. Aber es kann auch negativ sein, wenn jetzt zum Beispiel der einen Partner nach vorne hat, gemacht hätte, dann würden die den angreifen. Es geht nicht immer einen rüber. Ah, Wario fällt, naja, egal. Das ist richtig blöd, dass wir jetzt einen Schneemann verlieren. Weil wir wieder am Startfeld angekommen sind. Ah, Dreck. Aber wir müssten eigentlich nur die Runden durchhalten, weil er hat weniger Herzen. Mach eine 10. Ah, schade. Alle Felder freigeben. Ah, minus 10 ist auch cool. Ne, ich glaube, wir haben mehr Decay-Felder, also wäre es schlecht. Egal. Nur eine 1, naja. Jetzt wollen wir da ein bisschen Geld hier kassieren. Ja, vorne oder hinten? That's the question. Hinten. Weil der Schneemann ist gut, um darüber zu werfen. Dann wieder Schneemann. That luck. Das gibt's nicht. Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir sie doch nicht verloren. Nice. Jetzt gehe ich nicht in die Mitte und hole mir Power Plus, wenn ich drauf kommen kann. Dann haben wir es auf jeden Fall in der Tasche. Dann sind wir unbesiegbar, auf jeden Fall. Los, jetzt sind schöne 10. Ich glaube, da haben wir sogar gewonnen. 8? Weiß nicht, wo komme ich hin? Spielbrett. 6 haben wir noch über. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das haben wir gewonnen. Sogar mit Killen. Nice one. Nein! Ich hab mich verzählt. Egal. Durch die Mitte hätte es, glaube ich, auch nicht gebracht. Und jetzt sind wir ganz dicht auf Fersen und. Ja. Den haben wir in der Tasche. Die K freut sich schon, wie ihr hören könnt. Auf jeden Fall. Nice. Wumm, scheiße. Achso, den Schneemänner ist ja egal. Die sind ja Meister des Werfens. Wenn er die jetzt nach vorne macht, ne, ey, so gelacht. Meister des Werfens und die schmeißen eh über den Wumm rüber, auch wenn er eine hohe Mauer bildet. Die wird gekonnt ignoriert. Glücksgeil. Ah, ist ziemlich lame, wenn es um so wenig Geld geht, aber trotzdem, warum nicht? Gucken, wie sich der Computer hier schlägt. Schei Günther Jauch hat sich wieder schick gemacht, wie immer. Mit Fliege. Passend zu Varios Hosenträgern. Na, sind die Partnerlook? Soll das irgendwas bedeuten? Ich sag mal nichts. Oh, eine 6. Der hat so verkackt. Er hat so verkackt. Ola Schei Guy failed jetzt. Eine 4. Bitte 4. Ja, 3 ist auch super. Ah, ne, ist nicht gut. Scheiße. Ah, der hat das gewonnen. Mist. Ah, 5 Münzen mehr ist jetzt nicht das meiste. Ein The Best. Eine Mutter, Wario. Deine Mutter. Guck dir einfach den Spielstand an. Oder brauchst du Brille 4? Oh yeah. 5 Münzen gewonnen. Ich fühle mich geil. Wie cool er sich jetzt fühlt. Eine 10 und wir beenden das. Ah, ja, sicher. Es wird dann natürlich auch noch reich, aber er kann uns nichts anhaben, da er vorne keinen Partner hat. Ding. Geht's wieder ein bisschen zurück. 1, 2, 3, 4. Happening. Gegner fällt er halt, wäre so gay. So ein Schwuchtel.
So ein Gaylord. Wir haben so verkackt jetzt. Wir müssen nur versuchen durchzuhalten. So ein Gay. Das gibt es nicht. Fuck you. Assi-Style, ey. Ja, okay. Jetzt müssen wir jede Runde Geld geben. Ist klar. Ist klar, Murat. Okay, er würfelt jetzt nur 3. Oder was auch immer. Das war vor uns lang und dann killen wir. Ach so, ist eh letzte Runde. Aber können wir trotzdem noch killen, wenn es klappt. Ja, wir haben gute Chancen. Wir müssen nur eine 3 würfeln. Also, ah ne, er kriegt erst einen Partner, okay. Ah ne, den klappt's nicht, weil er vorne gemacht hat. Schade. Dann seht ihr wenigstens, was passiert, wenn die vorne. Oh ja. Er fehlt wahrscheinlich unsere Schneemann-Taktik hier. Gut, jetzt lauf ein. Geil, nur ein bisschen zu spät, ne, mein lieber Wario. Ja, jetzt werden wir einen Schneemann. Ach ne, können wir gar nicht killen, der hat so viel Life. 4. Jetzt seht ihr das wenigstens mal, was passiert, wenn die einen vorne haben. Oder treffen wir jetzt wirklich Wario noch? Ich weiß gerade selber nicht. Nee, immer den vordersten. So war's. Genau. Nein, danke. Jetzt gehen wir nochmal zurück und schießen nochmal. Lol. Battletime. Und wieder. Jetzt den Wump wahrscheinlich. Oh mein Gott. Da sind natürlich Schneemänner lame. Eins, zwei, drei. Und wieder Wario Geld geben. Ja, nee, ist klar. Wir haben mehr Herzen. Er hat zwar mehr Geld, aber... More Hearts. Ein Herz für Kinder. Wir haben mehr Herzen für Kinder. Wir sind eben viel sozialer. Und nicht wieder dumme Wario. Hervorgespielt bei betrachten wir alle Ergebnisse. Als erstes die verbleibende Herzteile. Da hat die Kay doch viel mehr. Und endlich sind hier die Ergebnisse. Es ist gut Zeit, den Sieger bekannt zu geben. Ba, 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 ba. Wir kriegen einen goldenen Tresen und er nicht, weil er ein bisschen schwul ist und einfach die Felder geklaut hat und das ist gegen die Regeln und deswegen wurde er disqualifiziert und wir haben gewonnen. Der Sieger heißt DK. Du bist der neue Deutschland sucht der Superstar gewinnt. Mit dem Wumms natürlich auch, weil sie am Anfang alles für uns getankt haben. You are the winner! Wann ist die K das mal nicht? Hier die Stats. 2, 4, 54, 48. Minispielgewinner haben wir natürlich auch mehr. Allgemein mehr Geld. Und mehr normal Felder haben wir auch. Okay. Er hatte mehr Minispielfelder aktiviert. Glücksgarten hatten wir beide. Okay, so ziemlich hatten wir die gleichen Felder. Gate Guy, Rang A. An dieser Stelle speichern, natürlich. Starten überschreiben, natürlich auch. Und ich würde sagen, schalte dann wieder ein. Also das war's für dann. Diesmal halt. Part war ja schon lang genug. Also. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ich die Parts teilen soll. Ich finde es aber blöd, weil ein Game mache ich dann ein Part. Und ja, da ist das Game so zusammen und nicht getrennt. Und warum auch nicht. Aber schreibt mir, ob ihr lieber getrennte Parts haben wollt. Weil sonst mache ich es einfach so weiter. Jedes Brett ein Part. Und bis zum nächsten Brett schalten ein, lohnt sich auf jeden Fall. Und macht's noch gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.